Moin und willkommen zum zweiten Part des Let's Plays von SpongeBob Schlacht und Bikini Bottom Rehydrated. Ja, ich hoffe Part 1 hat euch soweit gefallen. In Part 2 wollte ich ja heute diesen Bereich hier clearen und uns schon mal das erste Level danach anschauen. Ist jetzt nicht besonders viel hier. Ich gebe auch zu, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, muss ich sagen, weil ich komme gerade von der Arbeit und will danach noch zum Sport gehen. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen tatsächlich. Aber wir haben ja sonst keinen Stress. Ja. Für alle, die sich fragen, wieso macht der jetzt eigentlich ein Let's Play? Wir haben 2022 und er macht jetzt ein Let's Play. Wie man es kennt von, keine Ahnung, wann war das erste Let's Play? In Deutschland 2000, achso, zum Aktivieren dieses Schalters musst du springen und Y drücken. Kennt man ja. Mach ich gleich. Alter, lass mich doch mal in Ruhe reden hier. Zum Aktivieren des Schalters musst du springen und Y drücken. Ja, habe ich ja schon gerade gemacht. Mal. Ja, und einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, wie komme ich überhaupt dazu? Ne, was veranlasst einen Menschen, jetzt noch so ein richtig Oldschool-Let's Play zu machen und dann auch noch vielleicht mit einem Spiel, was vielleicht noch, ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen älter ist. Also zum Spiel, das habe ich ja schon im letzten Part gesagt, das Spiel an und für sich ist sehr gut, finde ich, zum Einstieg, sage ich mal, wenn ich jetzt reden muss und gleichzeitig spielen muss, dann habe ich nicht so viel Stress, sag ich mal. Ne? Also ich kann das überhaupt nicht. So, und fürs Training, sage ich mal, so ein bisschen ist es ganz gut, dass ich da so ein bisschen reinkomme. Und zu einem Let's Play allgemein, ich wollte ja ein Format, wo ich ja einfach ein bisschen reden kann. Ich habe halt auch so eine mehr oder weniger Vereinbarung getroffen, sage ich mal, dass ich mehr mit Menschen rede. Und ja, ich gehe jetzt öfter raus und feiern und so, sage ich mal, und rede mit Menschen, ja, aber ich dachte mir so, warum da aufhören? Warum breite ich mich dann ins Internet mit aus? Sprich, ich rede im Prinzip einfach mit mir selbst, beziehungsweise mit euch Zuschauern, in Form eines Let's Plays. Und dabei nehme ich mir Zeit, weil man kennt es ja. Man kennt jetzt die Videos neuerdings, in der man eine Stunde aufnimmt und dann werden die besten 10 Minuten oder 10 bis 20 Minuten rausgecuttet und aneinander geschnitten und fertig. Ne? Und das ist dann zwar an und für sich ganz lustig, aber ich weiß nicht. Mir geht dann so ein bisschen was verloren, sage ich mal. Und man kommt zu nichts, wenn man einfach nur in Ruhe entspannt zocken will und reden will. Na, dann muss man da ran sitzen und sich dann die besten paar Minuten mal rauspicken und dann immer ganz prägnant das Video darstellen. Und es liegt halt daran, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Jeder von uns hat in seiner Abo-Box, was weiß ich, wie viele Leute, die da ihre Videos posten. Und die dürfen nicht lang sein. Um Gottes Willen, die dürfen ja alle nicht lang sein, weil man hat ja heute, das ist jetzt allerdings kein Sarkasmus, man hat heute so wenig Zeit. Und wann hat man schon mal eine Viertelstunde einfach Zeit mal oder länger, sich einfach hinzusetzen und sich ein Video ranzuschauen? Vor allem dann, wenn es gar kein Best-of ist im Sinne, sondern einfach nur eine chronologische Reihenfolge eben halt ein Spiel abgearbeitet wird, gespielt wird. Und ich bin der Meinung, so Oldschool Let's Plays sind nicht tot. Sie wären nur dann tot, wenn sie keiner mehr produzieren würde. Das ist wie mit Latein. Und ich bin der Meinung, man kann diese Let's Plays noch machen. Das Problem sind nur die... Naja, es liegt nicht mal an den Konsumenten. Die können ja auch nichts dafür. Es hat sich leider durch das Internet eben halt so entwickelt mit der Zeit, dass wir eine unfassbar geringe Aufmerksamkeitsspanne haben. Und wir dementsprechend zusehen müssen, dass alles so kurz und bündig wie möglich ist. Sprich, du kannst dich mal eine Viertelstunde einfach zuschauen, wie einer ein Spiel spielt. Aber mir ist das egal, tatsächlich. Mir ist das wirklich völlig egal,
Deswegen sitze ich auch hier und möchte das Let's Play auch machen, weil entgegen dieser ganzen Entwicklung, dieser Umstände, die wir jetzt heute durch die ganzen anderen Social Media Seiten auch hier haben, noch als YouTube, ihr wisst auch ganz genau, wovon ich rede, ich muss da jetzt auch keine Beispiele nennen. Du schaust dir einen Clip an, war ganz lustig, fertig. Dann wieder der nächste Clip, war ganz lustig, fertig und so weiter, ne? Und dann ist man hier mit so einem Let's Play natürlich vollkommen veraltet unterwegs. Aber ich finde, das brauchen wir so ein bisschen. Wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen mal so ein bisschen etwas, womit wir abschalten können. Und weiß ich nicht, das ist dann so ein bisschen das, was ich eigentlich so sehen möchte oder erreichen möchte für manche, dass man dann einfach irgendwie sowas hat, dem man ganz entspannt zuschauen kann, ohne sich dann noch irgendwie großartig irgendwie den Stress zu machen von wegen, ja, ich muss mir jetzt die ganzen Videos anschauen oder ich muss mir jetzt so viele Clips hintereinander anschauen und bis dann mal was Witziges ist. Ich sag mal so, ich bin auch alles andere als Comedy Gold, sag ich auch mal, ne? Also, ich habe zwar meine Momente vielleicht mal, aber ich sehe mich jetzt auch nicht als die völlige Granate in Sachen Spaß, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich versuch's. Ich versuch's und gebe mein Bestes, versuche euch zu unterhalten, während ich spiele. Wie gesagt, sowas jetzt gerade eben, das fand ich schon wieder ganz gut, dass man so über allgemeine Themen diskutiert. Das wäre jetzt eine asynchrone Diskussion, ne? Würde man ja jetzt sagen. Das heißt, ich rede, ihr hört das und dann schreibt ihr es in die Kommentare im Zweifel. Aber das macht doch nichts, weil ich gucke mir die Kommentare dann sowieso an. Falls dann irgendwie mal irgendwie so ein Thema ist oder so, über das man so quatschen kann oder so, versuche ich das aufzugreifen. Oder falls ihr Fragen habt, werde ich das vielleicht mal irgendwann mal in einem FAQ vielleicht irgendwie mal machen. Aber das ist noch reine Zukunftsmusik. Wir sind ja gerade beim zweiten Part. Wir haben Zeit. Und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben Zeit, wir brauchen uns keinen Stress machen. Wir zocken einfach dieses Spiel ganz entspannt und sehen einfach, was sich dabei so ergibt. So, jetzt zurück zum Spiel. Wir sind ja aus der Ananas gerade rausgekommen, haben, das habe ich jetzt gerade gemacht, wenn ich gequatscht habe, habe ich die ganzen Tikis zerstört, um schon mal die glänzenden Objekte einzusammeln. Wir haben mit Plankton schon geredet gehabt. Mit Mr. Krabs haben wir noch nicht geredet. Naja. Gilt im Allgemeinen als geizig für die Leute, die vielleicht mit dem SpongeBob-Universum noch nicht ganz so vertraut sind. Ja. SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen. Und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenbänder, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Ja, und das ist jetzt im Prinzip genau das, was er jetzt gerade gesagt hat. Wir können jetzt glänzende Objekte eintauschen gegen goldene Pfannenbänder. Das würde ich am Anfang des Spiels aber noch nicht machen, weil wir haben nur 404 erstmal. Ich weiß ja auch nicht, wie viel ich jetzt ausgeben müsste. Aber das ist dann eher so was, was ich mir fürs Ende des Spiels aufheben würde, weil auf dem Weg dorthin muss ich das ein oder andere Mal auch glänzende Objekte ausgeben, um überhaupt im Spiel weiterkommen zu können. Und das ist ja jetzt hier nicht gerade der Fall. Na, ich muss ihnen jetzt nicht alle Pfannenwände abnehmen, um weiterzukommen im Spiel. Deswegen ignorieren wir das erstmal und machen weiter. Mit Kumpelblaser haben wir letzte Folge auch schon gesprochen, mit Samuel L. Jackson. Vergiss nicht, um Roboter und Tikis zu... Ja, okay, gut. Der hat uns die Blasenmoves gezeigt, genau. Die guten alten Blasenmoves. Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch doller verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Patrick ist auch so geil. Sie sagt manchmal. Patrick freut sich sicher, dass Patrick ist sogar eine goldene Truthahnpipette, ja.
Ah ja, stimmt, ich kann sein Haus. Unter einem Fels wohnen, das ist das wahre Leben. Oh ja, wem sagst du das? Ich penne auch gerne unter einer Autobahnbrücke. Okay. Easy. Wusste ich doch, dass ich das noch weiß. Dann bin ich hier fertig. Dann gehen wir jetzt als nächstes zu Thaddäus. Ich kann ja schon mal gucken. Ups. Hier brauche ich 15 goldene Pfannen dafür, um weiterzukommen. Geht nicht. Wir haben nur einen. Hier für die Gulagune brauchen wir 10 goldene Pfannen. Habe ich ja auch nicht. Deswegen, ja, die verbleibenden Optionen zeige ich gleich. Ich gehe erstmal zu Thaddäus. Ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad? Und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddäus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddäus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Thaddäus... Challenge accepted. Ich wusste gar nicht, dass Thaddäus eine Lampe hat. Hey. Der Schnurrbart steht ihm gar nicht mal so schlecht, muss ich an dieser Stelle sagen. Das sieht eigentlich ganz fancy aus. Ja, rumspringen, aber vorher mache ich wieder erstmal alles kaputt. Ein bisschen Sachbeschädigung betreiben, das geht immer. Hier ist fancy Thaddäus. Das regelt schon die Haftpflicht. Ja, nächste Socke. Okay, hör endlich auf herumzuspringen, ja? Wenn du diesen goldenen Pfannenwender bekommst, gehst du dann weg? Ach, Thaddäus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Er fasst sich selbst an. Er fasst sich vor Thaddäus an. Ekelhaft. Noch ein Pfund für Patrick. Da. Zweiter goldener Pfannenwender und... Ne, eine Sache können wir noch machen. Eine Sache können wir noch in Bikini Bottom machen. Und zwar dieser Schalter. Ich muss gerade nur mal eben kurz wieder schauen. Genau, hier war der andere Schalter. Ich weiß gerade nicht die richtige Reihenfolge. Auf jeden Fall spawnen jetzt, glaube ich, diese Plattform... auf Zeit natürlich. Ich hasse Sachen, die auf Zeit gehen. Jetzt muss ich nur schauen. Was war das nochmal? Ah. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die Reihenfolge jetzt unbedingt so viel, ob ich da jetzt so viel Zeit rausholen könnte mit. Auf jeden Fall ist da eine goldene Unterhose. Aber die würde ich... Ah, schaffe ich es schon wieder zeitlich gar nicht. Da ist nämlich ein goldener Pfannenwender. Und, ja genau. Durch die goldene Unterhose, genau, haben wir jetzt quasi einen Slot dazu bekommen. Also eine Stelle nochmal für eine goldene Unterhose. So, ich glaube, von hier aus komme ich never ever ran. Nein. Ach so, die bleibt hier auch dauerhaft. Ja, siehst du, dann hätte ich das vielleicht schon eher drücken sollen. Naja, egal. Und ich habe die Kacksequenz nicht, weil die kostet auch so viel Zeit. Und ich hätte das eigentlich noch besser abwarten können. Naja, Zeitmanagement halt. Ist sowieso ein großes Thema bei mir, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin da absolut manchmal unorganisiert in manchen Dingen. Easy. Und fertig. Ja, hier ist ein Level. 5 goldene Pfannenwender haben wir nicht. Wir haben nur 3.
Und für die Qualenfelder brauchen wir gar keine. Also wir können jetzt einfach so hin. Und das ist dann auch tatsächlich so das erste Level. Ne? Also die Qualenfelder sind dann das erste Level, was man dann so macht. Und wir gehen da jetzt einfach mal ganz entspannt hin, würde ich sagen. Die grünen Hügel der Qualenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au! Au! Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach, du meine Güte, du hast eine Glatze! Dieses Gesicht dabei. Du hast eine Glatze. Oh! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Qualenfischerfeldhandbuchs können heftige Qualenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Qualenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Qualenkönig! Ja, das klingt so ein bisschen pervers, ne? Indem wir so eine ganz schön dicke Schicht Gelee darauf schmieren. Ja, naja. Dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Qualenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Und wünsche uns den Tod. Ein bisschen verdient. Mach das! Keine Sorge, Thaddäus. Ich werde dir das Gelee des Qualenkönigs bringen, damit du dich überall damit eintreiben kannst. Mhm. Verführerisch. Gut. Ja. Oh, wie funkelnd. Also, die Qualenfelder an und für sich ist ein ziemlich großes Gebiet, muss man sagen. Das sind kleinere Gebiete unter... diese Roboter, die kann man zum Glück mit einem Schlag besiegen. Das ist Schlamm. Was nennen die das Schlamm? SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. Ja. Das ist eine Teleportkiste. Wenn du bei der Teleportkiste in der Gegend geöffnet hast, kannst du dich von einer zur anderen teleportieren, indem du hineinspringst. Ja, eine Art Schnellreise-Light, wenn man so will, ne? Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Genau meine Größe. Und diese Roboter sind noch nicht das Problem. Ups. So. Ich versuche mal alle glänzenden Objekte mit einzusammeln, die ich finde. Weiß ich nicht, ob mir das gelingen wird. Aber ich probiere es einfach mal. So platt gemacht. Ja, hier hinter ist nämlich noch was. Wie war das hier noch? Ach ja, genau. Jetzt kann. Moment mal. Ah, nee, da kann ich ja gar nicht hin. Das ist übrigens auch so ein Nachteil, ne? Als ich das so gemerkt habe beim ersten Mal durchspielen, vieles sieht nämlich so aus, als könnte man da hin, obwohl das gar nicht geht. Ah ja. Auf jeden Fall ist hier hinter nämlich so ein kleines Geheimnis. Erstens ist hier eine Socke. Das zweite verkneift. Wobei, kann man sehen? Nee, doch. Da ist ein goldener Pfannenwender.
Naja, ich könnte jetzt, glaube ich, versuchen, da reinzuspringen und den zu bekommen. Es würde sogar vielleicht funktionieren, aber ich mache das mal auf dem Wege, wie sich das die Entwickler gedacht haben. Das zeige ich dann auch gleich, oder? Ich weiß nicht, ob ich dazu komme heute. Aber wie gesagt, ein bisschen, also ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich dann eben mal zum Sport muss. Oh, ja, vor den Quallen muss man sich nachnehmen. Die können einen auch ganz fies stechen. Beziehungsweise, ja, verliert mein Leben. Boah, die versuche ich jetzt mal zu stoppen. Ah! Gut. Ach, nicht gut. Komme ich da jetzt überhaupt ran? Ja. Wir können uns das dann ein bisschen ansehen. Also wir sehen da den Quallenfischfelsen. Da oben ist eine Socke, kann man schon so ganz leicht erkennen. Die dreht sich da. Und da schießt eine Kanone Kugelfische. Ein ganz normaler Tag auf den Quallenfeldern. Ne? Also du bist... Ne? Also auf den Quallenfeldern kann man sich nun mal keine Schwäche erlauben. Ne? Da muss man schon immer tough sein und sich immer mit Kugelfischen auseinandersetzen, die auf einen geschossen werden. So, ich glaube, hier habe ich jetzt alles durch. Eingesammelt. Und kann weitermachen. Das finde ich hier. Das war nämlich genau das, was ich meinte. Du musst nämlich diese glänzenden Objekte bezahlen. Also diese Muschel bezahlen mit den glänzenden Objekten, damit wir hier überhaupt drüber können. Sonst ist das nämlich auch überhaupt nicht möglich. Tada! So. Checkpoint. Das ist ein Checkpoint. Wirst du besiegt, nachdem du einen Checkpoint aktiviert hast, beginnst du am Checkpoint neu, anstatt am Anfang dieses Bereichs. Ja. Gut, muss ich jetzt weiter, ich glaube nicht weiter erklären. Checkpoint ist, denke ich mal, immer eigentlich selbsterklärend. Jo, weiter geht's. Mir ist übrigens im letzten Video aufgefallen, ich habe so oft das Wort M benutzt. Also das sind ja diese Wörter, die aber auch irgendwie jeder Mensch hat. Siehste, schon wieder. Um diese Lücke zu füllen zwischen ich rede, ich denke nach und dann rede ich dann das nächste Mal weiter. Und ey, das hat mich so aufgeregt, dass ich so oft dieses M gesagt habe. Also als wäre ich irgendwie so ein Vollidiot. Es wird mir wahrscheinlich auch noch oft genug passieren, aber ich versuche einfach mal drauf zu achten. Aber ich bin ja bekanntermaßen nicht so gut darin, gleichzeitig zu reden und etwas zu machen. Deswegen, ja, ist halt Übungssache. Hoffe ich, dass es zumindest ist. Ich hoffe, sowas ist nicht angeboren. Also ob man das drauf hat oder nicht. Das ist eine Frierfrucht. Nur Patrick kann die Frierfrucht nutzen. Ihr ahnt es vielleicht. Ich sag's an dieser Stelle mal nicht, aber Frierfrucht mit diesem Wasser, man kann sich's denken. Aber dazu brauchen wir Patrick und damit haben sie auch schon den Hinweis gegeben, wir können Patrick spielen. Ich versuche einfach mal ein bisschen auch darauf alles zu achten, dass ich alles mitnehme. Weil, wie gesagt, die glänzenden Objekte sind wichtig. Und ja, ich habe es in meinem ersten Run so ein bisschen verkackt, dass ich alles mitgenommen habe. Das Spiel sieht echt schick aus. Also wenn man sich so mal diesen Vergleich vor Augen führt zu damals, also da liegen ja Welten zwischen. Nicht zuletzt, weil ich auch auf dem PC spiele, aber auch, weil das Spiel natürlich völlig überarbeitet worden ist. So, da komme ich jetzt so nicht rüber.
Da ist noch was. Boah, Alter, mir scheint die Sonne so in die Fresse gerade. Ich sitze ja, also mein Schreibtisch ist ja mit dem Monitor Richtung Fenster. Und hier gerade in diese Richtung geht immer die Sonne unter. Wir haben jetzt gerade 20 vor 7 ungefähr. Und mir scheint die Sonne so in die Fresse. Und ich muss die ganze Zeit hier wie Popeye, sage ich mal, mit einem Auge auf den Bildschirm starren. Da hilft auch die Jalousie nichts, weil die Sonne dazu durchscheint. Tada! Ja. Und eine weitere Socke für uns. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ja. Ich hätte auch nicht Bock, jedes Mal neue Socken zu holen, wenn ich sie verliere. So. Da haben wir noch was. Und das war's hier. Würde ich mal behaupten. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht auf die Fresse krieg. Die bouncen einfach vor sich hin, die leben ihr Leben. Und saufen, nein, saufen nicht mal ab, die explodieren. Eintagsvogelfische. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ne, da kann man wahrscheinlich nicht hoch. Ich lasse mich aber auch in diesem Spiel so leicht davon verarschen, ob man irgendwo hin kann oder nicht. Und Scheiße! Ah, fuck. Da hatte ich kein gutes Timing. Da habe ich das völlig falsch abgeschätzt. Es bringt ja auch nichts, die Tikis kaputt zu machen, weil die spawnen ja sowieso neu. Aber ich mache es einfach trotzdem, weil... Warum nicht? Oh, ich hätte einfach ganz lässig stehen können. Okay, gut. Du hast deinen letzten Kugelfisch gebombt. Hey Gary, was geht ab? Das frage ich meine Katze übrigens auch immer. Ne? Komme ich erstmal so in die Wohnung rein? Was geht? Und richtig ärgerlich ist immer dann, wenn sie nicht antwortet. Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Ja. Dann go for it. So, das aktiviere ich schon mal. Dazu kommen wir gleich. King Jellyfish. Der König der Quallen. Ich frage mich ja, wie so eine Quallenmonarchie funktioniert. Stammt er in der Linie ab oder ist das eine Monarchie, die vielleicht sogar parlamentarisch irgendwie noch so im Zusammenhang mit einem Parlament irgendwie so regiert? Ja, über solche Sachen kann man sich schon mal Gedanken machen, ne? Wie werden die Quallenfelder regiert? Das ist ein Bungee-Sprung. Zum Beispiel kann ich hier einen Bungee-Sprung machen. Ja. Redundanz, ne? Um von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lediglich dorthin springen und ihn berühren. Drücke die A-Taste, um nach unten zu sausen. Verlassen kannst du den Bungee-Haken, indem du die B-Taste drückst. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Ich finde das Spiel ja eigentlich auch ganz geil, ne? Weil... Man kann zum Beispiel da hinten den Apfeleimer sehen oder hier die, da, die Häuser von den dreien. Und da die Stadt.
Das finde ich immer so geil an dem Spiel tatsächlich, dass man, ich habe schon wieder A gesagt, ne? Eigentlich müsste ich mal so einen Counter machen, dass man eben halt so die anderen Level schon bewundern kann, bevor man überhaupt, naja, halbwegs bewundern kann, bevor man überhaupt da war. Klar, in anderen Videospielen ist es natürlich noch tausendmal besser, weil das alles eine Open World ist, das hier natürlich nicht, aber man kann trotzdem sagen, hey, da ist das Level, da könnte ich jetzt jederzeit hinsteppen. So, jetzt den Bungee-Sprung. Ich muss einfach ranspringen. Das ultimative Randalier-Erlebnis. Und er springt an seiner Unterhose. Alter, ohne Witz, das ist der ultimative Hosenzieher. Aber für einen goldenen Pfannenwender kann man sich schon mal ins Zeug legen, ne? Wieso kriege ich den nicht? Geht doch. So, ich glaube, das war's. Ja, und dazu haben wir uns nun ein bisschen die Eier gequetscht, falls man überhaupt sowas hat. Man hat ihn ja ein paar Folgen schon mal nackt gesehen. Es würde wahrscheinlich auch ein bisschen seltsam ausschauen. Gut. Ich überlege gerade an dieser Stelle nämlich schon Schluss zu machen, weil ich schaue auf die Uhr und muss gleich schon los. Aber wir sind ja auch bei einer halben Stunde, also von daher geht das, denke ich, mal in Ordnung. Soll ja auch ein Let's Play geben, was ja ein bisschen länger geht, von mir aus auch. Es muss ja jetzt nicht schon nächste Woche zu Ende sein, ne? Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part. Tschüss!